Ja, das weiß ich. Habe ich als Kind schon meine Erfahrungen mitgemacht, bin ich geheilt von. Hannes, der hier auch ab und zu streamt, beziehungsweise der bei Videos hochlädt, der hat jetzt erst kürzlich Bekanntschaft mit dem Weidezaun gemacht. Sie haben eine Alm, die sie bewirtschaften, und da hat er repariert und hat getestet, ob es funktioniert. Hatte funktioniert. So, da vorne ist hinter der nächsten Kurve die schöne Eiche. Nintendo hat heute eine Nintendo Direct zum 35-jährigen Mario-Geburtstag gemacht, rausgebracht. Da kommt bald ein Mario Kart. Da hast du ein ferngesteuertes Auto mit einer Kamera drauf. Da kannst du im Wohnzimmer im Mario Kart Auto Blickwinkel Mario Kart spielen. Das ist richtig cool. Ich hoffe, es funktioniert so, wie sie in der Werbung gemacht haben. Oh, der Paul, hi, neue Erkenntnisse. Moin, moin, Achtung, neue Erkenntnisse. Ich bin ja da über so einen Verein angemeldet, der beim Bauhof und die. Aha. Ah, warte. Da beim Bauhof. Was ist denn wieder Internet? Und die meinen, ich nenne sie jetzt mal Betreuerin, hat sich da mit meinem Chef vom Bauhof unterhalten und die will jetzt zum Arbeitsamt, zum Bürgermeister und bei sich im Verein aller Hebel dran setzen, dass ich da so über so eine Fördermaßnahme wohl reinkomme. Geil! Mega happy. Ja, super, geil! Das freut mich. Aber ich drück dir die Daumen, Paul, dass das klappt. Ja, das wäre richtig gut. Das macht dir Spaß und alles. So, Internet ist wieder da, offensichtlich. Da hinten, über die Felder, wohnt ein Einsiedler. Von dem sieht man nichts und hört man nichts. Ich weiß nicht, was der so treibt. Der hat uns auch mal von seinem Grund verjagt. Da ist die Eiche schon. Ihr seht es nicht. Prächtig und alt und viel schöner als die Eiche von Tarp. Dreimal so gut. Da kann der Jensen-Familie ihre Eiche auf keinen Fall mithalten. Servus.
Bis Abend, dann schaue zu, wenn du streamen tust am Abend. Ja, heute Abend kommt noch mal wieder der Ding-Teil. Warte, wie heißt das? Tell me why. Ja, ansonsten alles gut, Paul. Aber freut mich auf jeden Fall. Na, da war jetzt ein junges Pärchen. Deswegen habe ich nicht geredet. Die haben mein Video kaputt gemacht mit Anwesenheit. Ja, freu dich. In 20 Sekunden ist nämlich wieder mega instabil, bis ich am Fluss bin wieder. Da ist es schon instabil. Aber macht nichts. Hallo Julian. Aber jetzt kommen wir auf jeden Fall gleich in die Raid-Reichweite. Von daher. Ich habe immer Pech, wenn ich zu dem Scheißbaum gehe. Wirklich. Jedes Mal ist irgendjemand, dass man nicht den Ruf filmen kann. Das nervt. Am Teich ist jemand gewesen, am Baum ist jemand gewesen. Was machen die den ganzen Tag? Haben auch nichts zu tun. Letztes Mal war eine junge Familie mit 5 Kindern. Ich hasse Menschen. Hallo Julian, schön, dass du da bist. Die hat mir die Carla geschenkt. Das ist eine GoPro. Damit kann ich die Natur außenrum filmen. Das siehst du jetzt nicht, weil die Dreier GoPro kann nicht live im Internet sein. Aber nachdem ich morgen nicht in der Früh aufstehen kann, beziehungsweise nicht streamen kann, weil ich schon, wenn ihr aufsteht, in der Arbeit sein werde, werde ich das Video zeigen, das ich jetzt aufgenommen habe, quasi parallel. Dann könnt ihr die Kühe sehen, die ihr jetzt nur Moon hört. Und wenigstens irgendwas. Und ich komme mal ein bisschen näher raus. Ach Gott, schon wieder Verbindung instabil. Hallo. Allerdings hatte ich mir das anders vorgestellt. Mit einem schönen Picknick am Baum, ohne fremdes Pärchen. Bis dann, Julian. Aber vielleicht habe ich jetzt Kühe noch näher bei mir. Eben waren sie scheu. Was rauchst denn? Chesterfield. Warte. Camel Activate.
Und warum ist das so instabil? Weil kein Internet da ist oder schlecht. Geräusche, das hält länger, das stimmt. Oh, da ist das Kälbchen. Mu. Mu. Na, komm her. Mu. Oh, drei Kälber und keiner kommt her. Mu. Mu, mu, mu. Na komm. Ich habe trockenes Brot. Ich habe Süßigkeiten. Hi, Mickey. Nice to have you here. Na komm hier, schau. Na komm her. Na da komm. Ich werde von den Kühen gemobbt. Du vielleicht? Du scharst. Willst angreifen? Oh, die ist ganz nah beim Zaun. Dich kriege ich, Kuh. Ich bin Elmira. Ich werde dich knuddeln und lieb haben. Hi Jasmin, schön, dass du da bist. Ich bin bei den Kühen. Mir geht's sehr gut, danke der Nachfrage. Achtung, der Stream ist ein bisschen instabil. Grafik vom Internet, weil ich am Waldrand entlang laufe gerade. Ist quasi wie wenn der Lucky streamen würde. Fangen die mal mit dem Pokéball. Ich schau mal, ob ich die Kamera da auskriege. Dann könnt ihr mein Kuh-Erlebnis teilen. Ja, sehr gut. Komm, Kuh. Du Faust. Bist du blöd? Fauch mich nicht an. Komm. Ich habe Angst vom Weidezaun. Du auch. Wenn du einen Meter näher kommst, können wir beide glücklich sein. Komm. Ja, dann nicht. Eine gemeine Kuh. Aber schau, wenigstens habe ich meinen Pokémon gefüttert. Das wäre auch was wert. Hallo Iris, schön, dass du da bist. Unsere Kühe stehen auf Bananen. Auf Bananenkartons oder auf Bananenschalen?
Schick mal ein Foto, Sandy, von deinen Kühen. Ah, okay. Gut, aber faulen die nicht schnell weg dann? Die musst du ja andauernd austauschen. So, jetzt sind wir wieder in Raid-Reichweite. Jetzt kann ich schauen. Vielen lieben Dank, Paul. Zur Feier, dass du deinen Job erhalten darfst. Kriegst ein Herz. So. Und hast ein Ticket. Wieder, ihr habt es ja gesehen. Der Michael hat ein Los gekauft und hat gewonnen. Quasi. Also. Nicht der Michael. Der Dominik. Der Michael hat durch Liken gewonnen. So viel Glück hätte ich auch mal gern. Früher habe ich jede Woche Lotto gespielt. Und das Höchste, was ich gewonnen habe, war mal ein Dreier mit Zusatzzahl für 12 Euro. Und bei Win Today habe ich früher jeden Sonntag 20 Euro verdrückt bei den Slots und habe einmal 64 Euro gewonnen. War auch geil. Aber insgesamt bin ich mit minus 100 ausgestiegen. Ich habe immer schön Buch geführt.